Ideal als Ich kann heute nicht sprechen, ist eine Katastrophe. Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen XXXX1000xDM-Haul von mir. Wenn ihr mir auf Snapchat folgt, dann wisst ihr ja, dass ich extrem einkaufen war bei DM. Weil ich war jetzt schon lange nicht mehr bei DM. Das kommt daher, weil meine Tochter wird größer. Sie braucht nicht mehr so viel Suppe und keine Gläser mehr, weil sie isst ja schon vom Tisch mit. Und wenn ich dann hinfahre, dann wird es richtig krass. Und diesmal habe ich wirklich so viel geshoppt. Also mir wurde richtig schlecht an der Kasse, aber ihr kennt das bestimmt. Denn da hat Essence wieder was Neues und egal. Aber ich will jetzt gar nicht lange quatschen, denn dann das Video wird sonst zu lange. Ich werde das heute auch ein bisschen sortieren, weil es eben so viel Zeug ist und es ist wirklich alles dabei. Und ich lege jetzt auch gleich los mit meinem ersten Produkt. Meinen Gast, den kennt ihr ja schon, der ist in jedem Video dabei. Er ist wie ein Baby, weil der immer bei Mami ist. Ich fange jetzt mal einfach mit dem hier an. Und zwar habe ich mir von Valea wieder ein neues Trockenshampoo gekauft. Ihr wisst ja, dass ich Valea Trockenshampoos liebe. Ich finde sie für den Preis wirklich toll. Es ist viel enthalten. Und das hier ist für Griffigkeit und Volumen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das ist. Vom Duft her, keine Ahnung, ich rieche noch nicht viel. Aber ich würde mal sagen, so ungefähr wie das alte. Also ich glaube, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Und ich benutze das natürlich, wie jeder andere Mensch auch, um einfach ein bisschen den nächsten Waschgang rauszuzögern. Und für diesen Zweck finde ich das Trockenshampoo von Valea wirklich ausreichend und auch toll. Als nächstes habe ich mir von Shavins solche Perfect Skin, ja was ist das eigentlich, so Ampullen, habe ich mir solche Ampullen gekauft. Und zwar steht da Wirksamkeit sehr gut, kaschiert sofort Fältchen, Glanz und Poren. Hyaluronsäure, Szechuan, Pfeffer und Vitamin E. Ja, also ich bin mal gespannt, wie die sind, weil ich bin ja jetzt schon in dem Alter, wo man so das ein oder andere Fältchen kaschieren muss. Genau, und deswegen werde ich das mal benutzen. Und übrigens sieht die Verpackung schön aus, es ist rosa. Dann habe ich mir eine neue Handcreme gekauft. Ihr wisst ja, dass ich ja normalerweise nur die grüne von Camille nehme. Aber ich dachte mir, ich versuche mal was Neues und habe mir diese hier von Neutrogena gekauft. Und zwar ist das die norwegische Formel, keine Ahnung. Und es ist parfümfrei. Also wer vielleicht sensibel ist und irgendwie allergisch reagiert, für den denke ich mal, wäre die ganz gut. Ich werde die mal testen. Ich bin bei Handcremes sehr, sehr eigen. Also da kann ich, also ich bin wirklich mit keiner zufrieden, außer mit der von Camille. Und deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie die ist. Und ich habe da schon dran gerochen, aber die riecht nach gar nichts. Klar, ist ja unparfümiert, aber ja, werde ich mal ausprobieren und bin ich gespannt. Dann habe ich mir von Valea ein Badesalz gekauft und zwar Belebender Moment mit Eukalyptus und Rosmarinduft. Verwöhnt die Haut, inspiriert die Sinne. Sowas mag ich ganz gerne, weil wenn ich mal Zeit habe, ein langes Bad zu nehmen, also wenn, weil als Mami hat man ja eigentlich meistens keine Zeit, aber wenn, dann benutze ich sehr, sehr gerne solche Badesalze, weil das irgendwie alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ganz besonders macht. Ja, also da ist das Baden was ganz Besonderes, wenn man Badesalz reinmacht. Und ich dachte mir, vielleicht mit Eukalyptus und Rosmarinduft ist ganz lecker. Ich mag es gerne frisch und Eukalyptus ist ja frisch, genau. Und werde ich testen. Mein nächstes Produkt sind Rasierer. Ihr werdet euch bestimmt denken, für was die ich brauche. Aber ich benutze einen Männerrasierer, um meine Beine und alles andere zu rasieren. Und da habe ich von Valea Mäh habe ich diese Rasierklinge gekauft. Das sind 4 Stück und die finde ich echt super, weil ich finde, von allen anderen Rasierern, auch von den Frauenrasierern, sind die Klingen so schweineteuer. Und bei diesen hier geht es eigentlich noch, muss ich sagen. Und finde ich wirklich zufriedenstellend. Die haben ja auch so ein Gummiteil oben, eigentlich wie bei den Frauenrasierern. Also ich denke, da ist jetzt nicht viel Unterschied. Ja, und ich benutze eigentlich schon seit Jahren nur den von Valea und bin super zufrieden und werde mir auch keinen anderen kaufen. Ich habe mir wieder mal von Valea diese Seife gekauft, einen Nachfüllpack, weil ich mit der einfach so zufrieden bin, weil ich den Duft liebe und den habe ich schon wirklich Ewigkeiten. Als ich schwanger war, konnte ich eigentlich nichts riechen. Mir wurde wirklich von allem schlecht, auch von Zahnpastageruch und sämtlichen Zeug. Und das hier war wirklich die einzige Seife, auf die mir nicht schlecht wurde vom Geruch her. Und die ist mir auch bis heute noch geblieben und die kaufe ich immer wieder nach. Ich liebe die einfach.
Und zwar ist das in der Duftrichtung Papaya und Buttermilch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist eine Cremeseife. Ich habe da so einen schönen Spender in meinem Bad und den fülle ich dann immer mit diesem nach. Dann habe ich mich natürlich auch anfixen lassen. Wie könnte es anders sein? Weil jeder hat diesen Duschschaum und ich muss ihn auch haben, diesen von Bilou, von der Bibi. Und zwar habe ich die Duftrichtung Creamy Mandarin. Ich glaube, jeder schwört auf den anderen Duft, aber ich wollte jetzt mal den hier testen. Keine Ahnung, der hat mir irgendwie mehr zugesagt. Und ich bin wirklich gespannt, wie der so ist, weil wirklich jeder davon schwärmt, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr teuer finde für den Preis. Also kostet ja 3,95 €. Und da muss er dann schon auch was Besonderes sein, dass ich den mir nochmal nachkaufen werde. Aber es ist sehr, sehr viel enthalten, denke ich mal. Aber 200 Milliliter. Ich glaube, dass solche Schäume ein bisschen länger halten. Keine Ahnung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von diesen Duschschäumen von der Bibi haltet. Ob die wirklich so toll sind oder ob die umsonst gehypt sind. Also es würde mich echt mal interessieren. Und welchen Duft ihr von diesen beiden lieber mögt. Dann habe ich mir eine Bürste gekauft, die habe ich heute allerdings sofort geöffnet nach dem Einkaufen und ausprobiert. Und zwar ist das ein Dupe zu diesem teuren Tangle Teaser und das hier ist die Marke Evelyn. Also der sieht eigentlich fast genauso aus und ist auch von den Borsten her relativ gleich, obwohl ich sagen muss, dass der von Evelyn schon sehr, sehr hart ist. Also wer an der Kopfhaut empfindlich ist, der wird wahrscheinlich mit dem Tangle Teaser ein bisschen zufriedener sein, als mit dieser hier. Die ist nämlich wirklich sehr, sehr hart. Aber ich wurde natürlich von der Verpackung angefixt, weil Pink ist ja mal meine Farbe, wer hätte das gedacht? Und ja, also der kostet glaube ich nur 8 € oder so und der Tangle Teaser kostet ja mal 15 €, das ist echt heftig. Und ich dachte mir, ich werde mal diesen ausprobieren und der hat auch an den Seiten einen Gummi dran, dass man den besser greifen kann, weil der Tangle Teaser, also dieses, das Original, der ist so rutschig und der fällt mir oft aus der Hand, also den habe ich auch. Und ich bin sehr, sehr unzufrieden, weil mich das so nervt, wenn mir der Andan aus der Hand fällt beim Kämmen. Und bei dem hier, denke ich, passiert das nicht so leicht, weil er einfach auf beiden Seiten so ein schönes Gummiband hat. Dann habe ich mir hier von Evelyn diese kleinen Beauty Blender gekauft, also diese kleinen Make-up-Eier, weil ich für den Concealer momentan immer den Beauty Blender benutze. Und der ist ein bisschen groß und ich denke mir, dass ich hier vielleicht mit diesen kleinen ein bisschen besser zurechtkomme. Ich will mir aber auch nicht das Original kaufen, weil mir das einfach wirklich viel zu teuer ist. Und ich bin eigentlich mit diesem Make-up-Eye von Evelyn sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Er ist zwar ein bisschen härter, aber ich finde, das Make-up lässt sich genauso einarbeiten. Also ich bin mal gespannt, wie dieser hier ist. Wenn ihr wissen wollt, wie die so sind, dann lasst es mich wissen, denn dann schreibe ich es euch auf Instagram oder ich mache eine extra Review dazu. Genau, und ich fand die Verpackung wirklich süß. Da sind zwei enthalten, und zwar einmal ein rosaner und ein türkiser. Ja, und ich bin wirklich gespannt, wie der so ist, weil wie gesagt, vom Preis her ist der wirklich toll. Of course, ich habe mich anfixen lassen von der Unique Carina und auch von der Tanya Cruz. Und zwar haben die beiden dieses Max Factor Miracle Match Foundation Blur and Nourish Make-up. Und ich dachte mir, das benutze ich mal auch, weil die Carina, die hat auch ölige Haut und ich dachte mir, wenn sie es gut findet, dann könnte ich es auch gut finden, weil ihr wisst ja, ich habe wirklich extrem fettige Haut und ich möchte aber nicht immer ein teures Make-up benutzen für den Alltag und ich hoffe wirklich, dass mir dieses hier zusagt. Ich habe hier die Farbnummer, also hier steht 5272, ich hoffe, dass die Farbe, oh, sorry. Golden 775, also das ist meine Farbe. Ich denke, dass sie mir jetzt im Moment ein bisschen zu dunkel ist, weil ich eine Kaltleiche bin, wie man sieht. Ich habe seit Wochen keinen Selbstbräuner mehr benutzt und ich denke deswegen, dass mir die jetzt im Moment ein bisschen zu hell ist, aber ich werde jetzt wieder mal einen auftragen, weil ich komme mir ohne Selbstbräuner immer so schrecklich krank vor. Und was mir so aufgefallen ist bei der Foundation, dass die so ganz kleine Schimmerpartikel drinnen hat. Also man kann es nur erahnen. Sie sind jetzt keine groben Glitzerpartikel drinnen, weil das kann ich nämlich gar nicht haben. Das passt ja auch nicht. Aber wenn ich das so gegen das Licht halte, dann meine ich, dass die so ein bisschen wie die True Match Foundation ist. Die hat ja auch so ganz kleine Schimmerpartikel enthalten, die die Haut so ein bisschen glowen lässt. Ich hoffe, dass diese hier aber ein bisschen besser ist als die True Match, weil die habe ich auch. Mit der bin ich nicht zufrieden. Ja, also ich weiß nicht, ob
die Foundation ölfrei ist. Ich denke nicht, sonst würde es draufstehen, aber ich wollte sie dennoch probieren, weil wie gesagt, die Carina und die Tanja, die sind super begeistert. Als nächstes habe ich mir von Evelyn eine Nagelfeile wieder gekauft. Weil wenn ihr mir auf Snapchat folgt, dann wisst ihr, dass ich mir vor einiger Zeit Gelnägel gemacht habe selbst. Und da sind mir zwei Feilen draufgegangen, weil durch dieses Abschleifen und so gehen einfach die Feilen kaputt. Momentan habe ich überhaupt nichts drauf, also weder Nagellack noch Gelnägel oder sonst was. Aber ich werde mir die Gelnägel definitiv wieder machen, weil es mit denen einfach so unkompliziert ist. Und ich habe mir auch diese Feile deswegen wieder gekauft, weil die sehr grob ist und für Gelnägel braucht man eine wirklich grobe Feile, weil die anderen gehen da sofort kaputt. Ja, und die ist auch gar nicht teuer und ich denke, dass Evelyn eine von den besten Nagelfeilen hat. Dann habe ich mir was Unspektakuläres gekauft und zwar ist das von Schülke, das Octenisept, also so ein Wund- und Wunddesinfektionsmittel. Es ist schmerzlos, weil es keine Ahnung, kein Alkohol enthält oder so. Und es ist auch natürlich farblos, ganz klar. Ich habe es deswegen gekauft, weil mir dieses Piercing entzündet ist. Ich hatte es ein paar Tage draußen und das wächst ziemlich schnell zu. Also wenn ich das nicht innerhalb von 3-4 Tagen wieder reinmache, dann wächst das echt fast zu. Und das ist mir ein kleines bisschen durch das entzündet. Und da habe ich mir dieses hier gekauft, damit ich das desinfizieren kann, dass es nicht noch schlimmer wird. Und ich finde, sowas braucht man sowieso immer für zu Hause. Vor allem, wenn man Kinder hat, finde ich das echt toll. Mir ist leider der Deckel abgegangen und meine Tochter hat sich dran vergriffen vorhin. Und ja, ist schon wieder weg, aber egal. Ich finde, sowas sollte man immer zu Hause haben. Wie könnte es anders sein, habe ich mir wieder mal meine Lieblingsmascara mitgenommen. Und ihr könnt es bestimmt schon auswendig von Essence, die I Love Extreme Mascara. Und ich werde mir auch keine andere kaufen, weil ich liebe diese und für den Preis ist die einfach top. Sie macht schöne schwarze Wimpern, sie trocknet nicht so schnell, sie trocknet nicht so langsam und ich habe sie heute drauf, like always, und ja, ich kann nichts anderes sagen. Ich liebe sie, für den Preis ist die einfach top und ich werde sie mir auch immer wieder kaufen. Ihr wisst ja, dass ich beim Mikrobleiben war und mir sind jetzt die Härchen, durch das, dass ich einfach nicht mehr färbe, viel heller geworden. Und ich hatte ja vorher von Essence das dunklere Brow Mousse. Und ich habe mir jetzt das hellere geholt, weil mir das Dunkle einfach zu dunkel war. Das hat irgendwie komisch ausgesehen, weil wie gesagt, auch die Farbe von den Mikrobläden ist jetzt ein bisschen heller geworden, weil es einfach jetzt schon ein bisschen verblasst ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr färben und deswegen kaufe ich mir immer solche Augenbrauen-Gele. Und ich habe mir hier von Essence dieses Make Me Brow in der helleren Farbe. Es gibt ja zwei verschiedene Farben und ich habe mir dieses hier in der helleren Farbe geholt. Und ich hoffe, dass das jetzt passt, dass es nicht zu hell ist, weil es sieht jetzt hier schon ziemlich hell aus, aber ich werde es mal versuchen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es passt, weil das andere ist mir einfach viel zu dunkel, es sieht dann schon so unnatürlich aus. Ja, ich bin gespannt. Kommen wir zu den Essence-Neuheiten. Ich habe wirklich wunderschöne Produkte von Essence gefunden. Normalerweise bin ich eigentlich nicht so, dass ich immer nur das Neueste kaufe, weil ich einfach zu DM gehe und mir kaufe, was ich gerade brauche oder was mir gerade zusagt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich zu dem Essence-Stand hin renne und schaue, was gibt es Neues. Aber ich habe die Neuheiten gesehen und ich muss sagen, die haben mir echt gefallen. Und zwar das erste, was ich mir gekauft habe, sind diese Tattoo-Sticker hier und ich liebe die für den Sommer. Und ich freue mich so, dass ich die gefunden habe, weil die waren gar nicht teuer. Und zwar sind das so wunderschöne goldene und türkise und ich kann mir das so toll vorstellen. Ich habe die ja letztes Jahr auf Amazon bestellt und die waren schon toll und ich hoffe, dass die hier von Essence auch so toll sind. Das ist übrigens die Serie Lights of Orient, also keine Ahnung, die ist halt jetzt momentan neu und ich freue mich jetzt schon wirklich auf den Sommer. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene gab. Also als ich reingekommen bin, gab es nur die eine Sorte und zwar 01 Magic Carpet Ride. Vielleicht gab es da auch noch verschiedene Muster, aber als ich, wie gesagt, reingekommen bin, gab es nur diese hier. Und von dieser Serie habe ich mir noch mehr Sachen gekauft. Wo ist jetzt dieser? Ach, habe ich in der Hand. Ja, also zum einen habe ich mir einen Pinsel gekauft, einen Blush Brush und den fand ich echt sehr, sehr schön. Der hat so dunkle und goldene Borsten. Es ist ein abgeschrägter Rouge Pinsel und das mag ich immer ganz gerne, weil man das sehr präzise auftragen kann.
Und ich bin ja ein Rouge-Fan, also warum auch nicht Rouge-Pinsel? Und den fand ich wirklich sehr, sehr schön von der Verpackung her. Ich hoffe, dass der auch so gut ist, wie der aussieht. Und dann habe ich mir noch einen richtig, richtig tollen Bronzer gekauft, der einen Highlighter-Punkt in der Mitte hat. Ich mache den mal auf. Und zwar so sieht der aus. Die Farbe, die finde ich echt toll, weil die jetzt vom Aussehen her, also vom Anschauen her, nicht ins Rötliche geht, sondern wirklich zwar einen warmen Ton hat, aber wie gesagt nicht ins Rötliche geht, wie ihr seht. Und in der Mitte hat der Bronzer so einen richtig tollen goldenen Highlighter. Ich habe den jetzt noch nicht benutzt. Ich bin mal gespannt, ob der Highlighter mir zu glitzerig ist. Also so vom Ansehen her sieht der schön aus. Und auch der Bronzer wirklich toll. Es gab zwei verschiedene Farben. Ich habe die dunklere genommen, weil ich im Sommer sehr, sehr braun werde. Und zwar ist das die Nummer 02 Oriental Beauty. Ja, also da bin ich jetzt echt gespannt. Und ich denke auch, dass das ganz schön ist, wenn man die zwei Phasen zusammen mischt mit dem Pinsel und dann hier so aufträgt, dass man auch einen leichten Glow im Sommer hat. Also mir gefällt das persönlich immer sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich wirklich toll, dass ich den noch ergattern konnte. Also wenn ihr noch sowas noch nicht gekauft habt, dann stürmt zu DM, weil ich glaube, dass der echt toll ist. Und dann habe ich mir noch von dieser Serie einen Eyeliner Pen gekauft. Und zwar hat der so eine Filzstiftspitze und das mag ich wirklich total gerne, weil ich mit der einfach am besten klarkomme. Und ich habe ja auch von Essence schon einen, so einen wasserfesten. Und mit dem bin ich sehr zufrieden und den wollte ich mir eigentlich nachkaufen, aber ich habe den hier gesehen und dann habe ich diesen hier gekauft. Und ich hoffe, dass ich mit dem genauso zufrieden bin. Ja, also ich denke generell, dass Essence sehr, sehr gute Produkte für die Preis-Leistung hat. Also schlagt zu! Dann habe ich mir etwas gekauft, was ich eigentlich schon zu Genüge zu Hause habe, aber ich musste einfach, weil die Verpackung so schön ist. Und zwar die neuen EOS Lip Balme. Guckt euch die mal an, wie schön die sind. Das passt so richtig toll für den Sommer und für den Frühling. Also ich finde die Verpackung alleine schon wirklich schön. Und zwar ist das die Geschmacksrichtung. Also dieser rosane hier ist Erdbeersorbet und der lilane ist Passionsfrucht. Ich bin wirklich gespannt, wie die beiden riechen. Ich finde jetzt diese EOS Lip Balme von der Verpackung hier schon so süß. Also ich finde jetzt zwar nicht, dass die so viel besser pflegen als alle anderen Lippenprodukte, aber ich muss einfach sagen, dass die schon so toll aussehen und wenn man so ein schönes Teil von der ersten Handtasche macht, dann sieht das doch einfach wirklich immer toll aus. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Denn ich habe mir was bestellt. Ich habe mir ein Dupe gekauft zu diesen EOS Lip Balmen und zwar ist es das hier von W7. Die habe ich mir von Amazon bestellt und zwar ist es ein Dreierpack und die kosten 9 Euro. Also sind die schon mal viel, viel günstiger, weil da kosten zwei schon mal 11 Euro. Ich glaube 11 Euro, ja. Und ich finde die bestimmt von der Verpackung her genauso süß. Ich bin da eigentlich wirklich durch Zufall bei Amazon drüber gestolpert. Die gibt es da in der Dreier-Kombi. Ich bin wirklich gespannt. Die sind heute nämlich mit der Post erst gekommen und ich habe sie noch nicht benutzt. Aber falls ihr nicht von Amazon bestellen wollt, habe ich für euch einen kleinen Tipp. Und zwar, wenn ihr einen Müller oder einen DM habt in eurer Nähe, der Misslin führt, also die Marke Misslin, dann kann ich euch sagen, dass demnächst, also die nächsten Tage oder Wochen, kommt ein Dupe zu den EOS Lip Balmen raus. Es gab ja schon vor, glaube ich, einem Monat ein Dupe zu den EOS Lip Balmen von Misslin und die sind dann wieder aus dem Sortiment gegangen, aber es kommt wieder ein Dupe zu den EOS Lip Balmen, das kann ich euch sagen. Und die von Misslin, die kosten so um die 3,50 Euro oder so, also sind somit, glaube ich, sogar 1,50 Euro billiger als die EOS Lip Balme. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die EOS kosten oder kosten die schon 6 Euro. Keine Ahnung, auf alle Fälle sind die günstiger und die kommen in den nächsten Tagen oder Wochen raus. Wann weiß ich jetzt noch nicht genau, aber dass sie kommen, weiß ich. Also, stay tuned! Dann habe ich etwas gesehen, das mich sehr, sehr angesprochen hat. Und zwar ist das von Glebe Pur, so ein Detox-Zeug, keine Ahnung. Und zwar ist das ideal als Zutat für grüne Smoothies. Und zwar sind da drinnen 30% Bio-Weizengrieß, Gerstengras, Bio-Spinat, Spitzwegerich, Brennnessel. Genau, also alles Bio. Und zwar kann man die für Smoothies hernehmen.
Das sollte man 1 bis 2 Teelöffel zusammen mit 200 ml Wasser und oder süßem Obst, keine Ahnung, Apfel, Banane, weiß der Geier, was ihr auch immer da zusammen mixt, kann man das hier rein tun und das ist so zum Entgiften. Und das hat mich so angesprochen, ich dachte mir, das werde ich mal versuchen. Ich habe mir, ehrlich gesagt, zu meiner Schande, noch nie einen Smoothie selber gemacht. Ich habe nicht mal einen Smoothie Maker, aber ich denke, man kann ihn mit einem normalen Mixer auch machen. Und dafür habe ich mir den einfach mitgenommen, weil dann mache ich bestimmt auch mal öfter Smoothies und die mag meine Tochter auch so gerne. Ja, also da bin ich jetzt echt gespannt, wie das ist. Und bleiben wir gleich bei Smoothies. Falls ihr zu faul seid, einen selber zu machen, kann ich euch diese hier empfehlen. Und zwar sind das von Hüpp solche Smoothies. Es gibt da 100.000 verschiedene Geschmacksrichtungen und ich liebe dieses Zeug, ja. Also wenn man da als Mami an der Kasse steht, dann hat man ja immer die Ausrede, dass es für die Kleinen ist. Aber ich mag das auch ganz gerne. Also da ist nur Obst enthalten und kein Zucker und finde die wirklich so, so lecker. Müsst ihr mal gucken, die gibt es wirklich in 100.000 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also wie gesagt, ohne Zusatz von Zucker oder sonst irgendwas, es ist wirklich nur reine Frucht enthalten. Boah, ich muss mal was trinken hier. Ich red mir noch den Mund vor, ich habe schon ganz trockenen Hals. Und falls ich mal zu faul bin, etwas zu kochen, dann habe ich mir dieses Thai Kokos Curry da mitgenommen. Das habe ich schon mal versucht und es schmeckt wirklich so lecker. Es ist ein bisschen scharf, muss ich sagen. Es gibt noch eine Variante, die da steht drauf, dass es scharf ist, aber ich finde das hier schon scharf. Also wer es nicht scharf mag, der ist mit dem hier nicht gut bedient. Ist aber jetzt nicht so extrem, dass man es nicht essen kann. Aber wer da empfindlich ist wie mein Mann, der sollte die Finger davon lassen. Aber ich liebe es. Es ist so toll, dass man Mittag einfach nur schnell einen Reis dazu macht und dann hat man schon ein fertiges Essen. Und es schmeckt wirklich super lecker. Das ist von Alnatura. Und es sind wirklich keine Zusatzstoffe enthalten. Ja, also kann ich euch wirklich empfehlen. Und dann habe ich mir einen Saft gekauft. Und zwar ist das der Apfel-Mango-Saft mit Mangomark. Und ich liebe Säfte, also ich bin ein Fruchtsaft-Fan, ich trinke einfach keine solches Limonade oder so ein Zeug. Also wirklich äußerst selten und ich mische immer sehr, sehr viel Fruchtsäfte und bin mal gespannt, wie diese hier schmeckt, den hatte ich nämlich noch nicht. Ja, also und ich mag gerne Mango, also ist das schon mal sehr gut. Mein nächstes Produkt ist diese Bio-Mandelmilch. Und die schmeckt wirklich toll, die hatte ich schon mal und ich habe auch schon eine von Real gekauft. Ich muss aber dazu sagen, dass die von Real nicht so einen starken Mandelgeschmack hat als wie diese hier. Also bei dieser hier schmeckt man den Geschmack wirklich raus. Wer das nicht mag, ist mit der von Real besser bedient, aber ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich mische auch mit dieser Mandelmilch oft einen Milchreis an, weil das einfach schon ein bisschen eine Süße hat und das mag meine Tochter ganz gerne. Die ist zwar ein bisschen teurer, aber ich mag die wirklich sehr, sehr gern. Vorletztes Produkt. Ihr habt es gleich geschafft. Nicht ausschalten. Ich bin gleich fertig. Und zwar habe ich mir von dieser DM Biomarke so ein Quitterbirne Fruchtmark gekauft. Ich mag diese Mark lieber, weil die ohne Zuckerzusatz sind. Also ich weiß nicht, ob ihr da schon aufgepasst habt. Wenn ihr einen Apfelmark kauft, dann ist es immer ohne Zucker und ein Apfelmus ist mit Zucker. Und deswegen kaufe ich mir eigentlich immer nur einen Mark und man schmeckt den Unterschied wirklich überhaupt nicht. Und ich bin mal gespannt, wie das hier schmeckt, weil ich hatte das auch noch nicht. Ich habe bisher immer nur Apfel gekauft und ich mag das immer ganz gern zu Kaiserschmarrn oder sowas. Also wirklich super lecker. Genau. The last product. Ihr werdet wahrscheinlich froh sein. Ich wusste gar nicht, dass es bei DM Schuhe gibt, aber ich habe tatsächlich Schuhe gefunden. Und zwar sind das diese geilen Flipflops. Guckt euch die mal an, wie schön die sind. So ein richtig tolles Türkis und Rosa. Für den Sommer wirklich perfekt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe hier die Größe 40. Ich glaube, dass die mir ein Ticken zu groß sind. Also man kann ja bei DM keine Schuhe probieren. Ich kann ja da nicht mitten bei DM meine Schuhe ausziehen. Es gibt ja auch keine Probiersöckchen. Und deswegen habe ich jetzt einfach gemutmaßt und habe mir eine Größe 40 mitgenommen. Aber die sehen schon sehr, sehr groß aus. Also ich werde die jetzt nochmal probieren. Und die Flipflops, die gab es wirklich in 1000 verschiedenen Farben. Also nur mit rosa und braun und keine Ahnung. Aber die habe ich hier einfach von den Farben her wirklich am besten gefunden. Und für den Preis, 3,95 € sind die wirklich geschenkt. So, das war jetzt wirklich alles, was ich gekauft habe. Ich hoffe, ihr seid in der Zwischenzeit nicht eingeschlafen. Aber ich wollte euch einfach alles zeigen, was ich so gekauft habe von DM.
Und ich fand, dass wirklich super, super schöne Sachen dabei waren. Und auch die von Essence, die Sachen sind wirklich toll. Also die sehen schon mal schön aus. Wenn ihr dazu eine Review möchtet, wie das ein oder andere Produkt ist, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, weil dann werde ich nochmal ein separates Video dazu machen. Meine Katze ist übrigens schon eingepennt hier. Der wird sich denken, die Alte labert mir zu viel. Egal. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch wie immer ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass wir endlich besseres Wetter bekommen, dass wir endlich den Frühling bekommen. Und ich hoffe natürlich auch ganz, ganz fest, dass wir uns dann wieder im nächsten Video sehen. Mua. Tschüss!